Komm mal her, Rutger. Oder Radgar. Völlig egal. Hier ist ein Ahrenstein. Warte mal, ich will kurz mal gucken, was das Ahrenstein ich kann, bevor ich hier freigiebe mit irgendwelchen Kram rum. Den rumgebe, sag ich mal. Der muss wahrscheinlich bei dem magischen Kram sein. Ist aber nicht. Ist aber bei dem allgemeinen Kram, ja. Dieser Ahrenstein wurde von Ali in Nordmar geklaut. Er gehört zum Grab eines gewissen Einar. Ja, gut, da ich Hubala damit nichts anfangen kann, kann ich dir auch gleich einen Ahrenstein geben. Hör auf mit der Magie! Oh, da hast du wohl recht. Gute Entscheidung! Ich wollte einfach nur anklicken. Hier ist ein Ahrenstein. Sehr gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das kann. Was kann? In die Höhle gehen. Ich bin kein Feigling, aber abschlachten lasse ich mich auch nicht. Ich werde den Stein behalten und in der Nähe der Höhle warten. Dort gibt es eine Hütte. Ich soll Wenn ihn abschlachten lassen, können wir zusammengehen. Ja, ich komme mit, ganz ehrlich. Ein Führer durch Nordmar ist keine schlechte Gut. Idee. Sag mir Bescheid, wenn wir los können. Was machst du mit dem Dieb? Was machst du mit dem Dieb? Dazu müsste ich ihn erstmal in die Finger kriegen. Aber er ist nicht wichtig. Der Stein ist wichtig. Okay, lass uns gehen. Lass uns gehen. Ach, ich dachte, du führst mich. Mein Gott, ey. Willkommen im Backwunderland. Ich gehe erst los, wenn ich losgehe. Und wir sind im Schnee. Wie geil. Ah, ein Ripper. Da attackieren wir sie sofort. Kann ich mal versuchen, gleich mal vorher übrigens die andere Rüstung anzuziehen, wenn wir gerade so auf. Gladiatorenrüstung ist eigentlich clever, das anzuziehen. Ich glaube, ich bleib bei der Gladiatorenrüstung ein bisschen. Weil als Assassine rumzulaufen, ist vielleicht keine so gute Idee. Guck mal, Ripper. Da sind noch mehr von den Biestern. Ich weiß. Na, komm mal ran. Mini-Ripper. Da! Aua. Da! Ja, komm mal, hilf mal mit hier, Radgar. Da! Geh doch. Nee, greif euch mal Radgar an. Armselige Kreatur. Das Geile ist, dass ich jetzt durch Radgar mit Erfahrung bekomme. Und das vielleicht ein bisschen nutzen. Ach, da ist was zum Graben. Zum Picken. Moment. Dich gelootet. Noch ein Fleischstückchen gegessen. Und dann Ripper loot ich gleich, geh jetzt mal kurz hier runter. Eisenerzader. Willkommen in Nordmar! Schön. Ein herrliches Land. Hier möchte ich leben. Den nehme ich noch mit. Und die Ogerwurzel, das Ogerblatt, wie auch immer, nehme ich auch gerne mit. Ja, also ein bisschen anderer Kram. Und da du gerade hier langläufst, nehme ich auch diese Heilwurzel noch mit. Es sei denn natürlich, du läufst nochmal hier lang. Hallo? Danke. Da sind, ist ein Steinkreis. Ist aber was Besonderes. Meistens da irgendwelche Monster. Da ist ein weiterer Ripper, okay. Du läufst eh gerade mitten durch. Ach, warte mal. Ah, ich hätte die Spitzhacken gehabt. Natürlich. Mein Fehler. Ich hätte gerne das Krummschwert, das ist korrekt. Du willst es nicht begreifen. Und Wenzels Teil. Da. Da. Du dummes Kind. Genau. Goblins. Da. Ein schwarzer Goblin. Uiuiuiui. Mit einem Schwert, wahrscheinlich ein rostiges Schwert. Sag mal. Hier. Oh, nein! Ich will mich vom Goblin umbringen lassen. Vergiss es. 5. Da! Lass mich doch, hässlicher Goblin. Mein Gott. Rostiges Schwert, tatsächlich. Was kannst du? Was hast du? Du hast einen Silberpokal und 29 Münzen. Zumindest hast du ein bisschen was zu bieten. Was ist denn noch mehr von diesen arglistigen Goblins? Ja. Na, die bringe ich auch gleich um. Einer ist gleich tot. Da ist irgendein schwarzer Goblin. Da sind noch mehr von den Biestern. Ich weiß. Ich attackiere sie auch gerade. Komm, Radgar, mach mal deinen Job hier. Ich weiß, das ist hart. Oder war hart zumindest. So. Dich wird niemand vermissen. Ja, würde wirklich nicht. Rostiges Schwert nehme ich mit. Dann hier und feierlich. Verschossen, dann dein Kram, 10 Münzen diesmal nur.
Eine Waldbeere, dein Kram, den Knüppel nehme ich auch mit. Und ich möchte trotzdem gucken, ein Hirsch, ein ganz normaler Hirsch. Ich möchte trotzdem gucken, was es hier gibt. Außer ein paar Goblins, die mich genervt haben. Alter, hört doch gleich mal auf zu ruckeln. Und Wolfskraut und ein Ripper. Gut. Wo ist der Mann dahin? Ich versuche es mal die ganze Zeit vom Weg abzukommen. Keine Ahnung, aber da ist weiteres Eisenerz, was ich auch nochmal mitnehmen möchte. Oder Erz, alle einfach nur so. Muss ich wieder darauf achten, dass ich danach wieder die Waffen wechsle. Beziehungsweise beide Schwerter ausrüste. Das wäre schon ganz sinnvoll. So, einmal was zu essen. Nochmal was zu essen. Bei Schwerter wieder auswechseln oder einwechseln, wie auch immer. Eins, das. Ich kann es immer noch nicht weg. Ah, das ist nervig. Na gut. Kann's weitergehen. Ich bin dir mehr oder weniger auf den Fersen. Wenn auch nur so ein bisschen schleichend. Da hinten ist wieder irgendwas Seltsames. Ach, eine Brücke ist das. Okay. Übrigens. Da sind scheinbar Wölfe. Ach, du reagierst auf mich. Natürlich. Lass mich raten. Die Eiswölfe sind noch mal härter als alle anderen. Ah, super. Um dich ist es nicht schade. Und jetzt greifen wir einen anderen an. Und zwar mich. Ja. Natürlich mich, nicht etwa ihn. Ja. Der den Wolf getötet hat? Nein, das muss natürlich ich sein. Ach, weißt du was? Ich bin auch eh die größere Gefahr, sind wir ehrlich. Ja. Ja. Autsch. Oh Gott, töte den Wolf. Um dich ist es nicht schade. Ja, du, um dich als Kampfgefährten wäre es eigentlich auch nicht so richtig schade, muss man sagen. Und wir haben Wolfsfälle, Moment, also gleich Wolfsfälle. Ich wollte gerade sagen, sind das Ripper? Nein, das sind Bisons. Alles gut. Nee, was sind das Bisons? Keine Ahnung, sind auf jeden Fall tot. Ein Wolfsfell, Eiswolfsfell, Eiswolfsfell, wunderbar. Drei Stück. Hervorragend. So. Da hält sich ein Hirsch, der mit Sicherheit nicht scheu ist. Nee, ist er nicht. Scheiß über die Brücke gehen zu wollen. Was steht hier? Hammer-Clan und da steht Wolfs-Clan. Und er sprach aber davon, dass er ein Feuer-Clan ist. Seid ihr aggressiv? Wollnashorn? Er hat sein Orange. Also ganz früh seid ihr auch nicht. Und ich höre schon wieder irgendwelches Wolfsgeheul. Und zwar da drüben. Wenn ich mal kurz anpieken würde. Ich meine, ich bin mir relativ sicher. Etwa so. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Ah, das geben sie wohl nicht. So. Wechseln wir auf die Schwerter und warten auf die Leute, die hier auf die Brücke raufkommen. Aufpassen. Armselige Kreatur. Ja, meinst du? Kommen noch weitere? Bestimmt. Das war nicht nur einer. Da ist der Hammer-Clan, ja. Ach, der Wolf hängt einfach mal fest, mal wieder, natürlich. Da ist doch so ein Mistvieh. Ja, ich weiß, ich kämpfe ja gegen das Vieh. Und ich kämpfe gegen die Ruka gleichzeitig, auch schön. Na komm. Um dich ist es nicht schade. Ach, weißt du, ich finde diese schönen weißen Kreaturen sollte man auch nicht unbedingt immer töten. Obwohl, eigentlich schon, weil die sind ganz schön aggressiv und ganz schön gefährlich. Kann ich noch mitnehmen. Ich höre, dass ich angegriffen werde. Ich weiß nur nicht von wo. Gibt's da unten noch was? Oh ja, da unten gibt's was. Oh ja, da unten gibt's einen Golem. Ja, den muss ich nicht unbedingt haben. Ja, weitere Wölfe. Ich dachte, der Bogen gezückt, einfach nur so, ah, ein Säbelzahntiger. Guck mal. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Oh, du kommst aber schnell hoch. Boah, du kommst überhaupt hoch. Ich schieße ja wieder runter in die Nähe von Radgar, der dich auch mal direkt sticht. Piep. So. Da! Natürlich reißt du dich nochmal schnell um. Dem hast du es gezeigt. Und das dich ist wohl. Es nicht schade. So, danke für deinen Säbelzahntigerfell, mein lieber Säbelzahntiger. Ein weißes Tigerfell. Da würden sich Siegfried und Roy freuen. Und der Radgar taucht direkt mal aus dem Dingens wieder auf. Eiswölfe. Fliehen ist nicht.
Die Biester geben genau. einfach keine Ruhe. Da wird sich ein gewisser Herr in Varant aber sehr freuen. Boah, diese Ruckler sind echt ein bisschen unangenehm. Da! Okay, ich habe einen erwischt. Mal kurz umdrehen. Ich sehe zwar gerade nichts, weil. Ja, genau. Weil es ruckelt. Aber ich habe euch wohl erwischt, das ist ganz nett. Da! Da! Na komm. Oh Gott! Ich bin gleich tot. Tschüss. Lauf weg. Steck die Waffen weg. Waffen weg, Waffen weg, Waffen weg. Und ganz schnell Heiltrank getrunken. Dann überlebe ich zumindest eine Attacke. Und lauf zurück zum Radgar, der ist immer nicht gebacken bekommen. Doch, hat er. Obwohl der Typ so ein bisschen. Der lebt immer noch! Du willst es nicht weg! Heiltrank? Folgt mich noch jemand? Nee, einer guckt mich nur komisch an. Oh, gut. Gut. Du bist fast tot, sag mal. Meine Güte. Hier oben ist es echt gefährlich. Das ist auch dieser Eiswolf. Und Radgar weiß es offensichtlich auch. Wer hat den Radgar bisher überlebt, ganz ehrlich? Okay. Aber erwischt mich ab und zu mal. Armselige Kreatur. Das will ich nicht bestätigen. Ich esse noch ein bisschen Fleisch. Ich kann es gut gebrauchen. Sehr gut. Komm, Radgar, lass uns weitergehen. Auf unsere tollen Quest durch Nordmar. Und hier ist ein Stollen oder das Grab oder was? So, hier ist es. Hier ist das Grab. Aber dort werde ich keinen Fuß reinsetzen. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Okay. Dort werde ich erstmal bleiben. Heda ist ein guter Freund von mir. Okay. Wer liegt in dem Grab? Wer liegt in dem Grab? Einer. Ein großer Krieger meines Clans. Ein anderer liegt in einem anderen Grab. Ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance. Aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Okay, es ist fett. 30 Orks hat er getötet bei einem Hinterhalt? Nicht schlecht. Wann war dieser Ork-Überfall? Wann war dieser Ork-Überfall? Das ist lange her. Aber Einers Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeuern meines Clans gepriesen. Gibt's denn Einers Grab Schätze? Nur so, ich will natürlich nicht. Gibt es in Einers Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Und das werde ich natürlich. Wenn wir vorher speichern, mit Untoten haben wir schon so durchaus Erfahrung gemacht. Dadurch, dass einer ein Nordmann war, gehe ich mal stark davon aus, dass er kein Magier war. Das heißt, dass es halbwegs Chancen haben könnte und wenn es noch möglicherweise nur mit dem Bogen sein könnte, gegen einer zu stehen. Ich mache mal vor, jetzt aber den Bogen, guck mal an, was es da gibt. Wir haben Skelette. Okay, Skelette sind in Ordnung. Die kann ich gerade noch so besiegen. Hatten wir auch schon. Sind auch gleich mal reichlich. 4 Stück, 5 Stück, mindestens. 6 Stück, 7 Stück. Oh, großer Gott. Ich wirbel schon mal. Vielleicht treffe ich da jemanden. Ich treffe natürlich niemanden. Okay, einer ist getroffen. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte ihn kurz erwischt. Habe ich aber nicht. Da ist noch so ein Mistvieh. Ja, ich weiß. Da. Das Geile ist, du wolltest zwar nicht in die Höhle rein, aber ich bringe einfach die Höhle zu dir. So, gehen wir kurz hier runter. Immer ein bisschen weiter zurückweichen, um die Skelette ein bisschen aufzuteilen. Sodass ich sie einzeln ausschalten kann, möglichst. So, einer ist schon tot. 2 sind tot. Sehr schön. Und die anderen kommen schon runtergelaufen, aber langsam. Oh mein Gott. So, das nächste Skelett ist tot. Sehr, sehr schön. Ich werde mir etwas zu essen besorgen. Dann werde ich den Kram mitnehmen. Rostiger Zweihänder nehme ich. Den Holzschild nehme ich. Das rostige Skelett, rostige Schwert nehme ich, meine ich natürlich. Und auch den Zweihänder hier nehme ich mit. So. Du kämpfst gegen einen Einzelnen. Oh Gott!
Dem hast du es gezeigt! Ja, und zwar, was lange bevor du es getan hast, du rostiger Zweihänder. Sonst hättest du nämlich jetzt die Erfahrung bekommen, weil du hast, glaube ich. Ich höre jetzt wieder Musik, Kampfmusik. Denn wir sind ja nicht mal einem Team praktisch, das heißt, ich kriege deine Erfahrung nicht hier mit. Vielleicht irgendwas von da oben, keine Ahnung. Oh, schau doch mal tiefer rein. Ich sehe schon weitere Skelette. Hurra. Die Welt verdunkelt sich. Oh, oh mein Gott. Komm, mach. Ah. Ich hasse zwei Hände. Rechte Maustaste zum Decken. Ach, da kommt schon der nächste angelaufen. Da muss ich vielleicht nochmal wirbeln. Um dem nächsten gleich begegnen zu können. So, jetzt ganz normaler Schwertkampf. Rechte Maustaste ist parat. Ja, die sind so schön einfach, die kann man so schnell mit Kombos erledigen. Ich hätte gern dein rostiges Schwert und dein Holzschild. Ich komme gerade so ein bisschen vor, wie der Preis das heißt. Ich hätte gern den Holzschild und das rostige Schwert. Und ich sage, das kostet alles zusammen keine 50 Goldmünzen. Ach doch, mit dem Schild schon, da kostet halt 100 Goldmünzen. Egal, habe ich halt zu tief geboten. Passiert, weil der Preis das heißt. Und da kommt der nächste an. Und ich habe da mindestens drei andere gesehen. Die einzeln rauszulocken ist auch so ein bisschen Pflicht hier, sag ich mal. Es sei denn, man ist schon ein krasser Magier, was ich übrigens nie war, als ich hier ankam. So, der nächste ist tot. Wunderbar. Und ich hätte gern bitte einen weiteren, aber wirklich nur bitte nur einen. Okay, ich sehe vier. Einer zieht ein Schwert, ein Fünfter, den ich nicht gesehen habe. Top. Ach, da hinten ist ein Bogenschütze. Na gut. Hau bloß ab, ey. Na komm. Oh. Ah. Ach, verdammter Pfeil. Ah. Ich gehe mal kurz hier hinter. Zack, zack. Ach, ein weiterer. Oh Gott, zwei mit Schilden. Drei mit Schilden sogar. Ah. Aber solange sie weit hinten bleibt, ist das alles in Ordnung. Aber sie bleiben nicht so weit hinten. Also ist es nicht mehr in Ordnung. Ich gehe kurz wieder weg. Zieh meine Waffe. Steck meine Waffen weg, meine ich. Und sie werde meinen Heiltrank zu mir nehmen. Er haut schon ab, aber wird wieder darauf angelockt, dass ich getroffen werde. Super. Mist. Ah! Oh Gott. Ja, hier ist doch schön. Hier macht es total Spaß zu kämpfen. Alle stechen. Ich laufe weg. Drei auf einmal sind ein bisschen heftig. Ich kann versuchen, oh, ich habe einen getroffen, wunderbar. Ich kann versuchen, die mir so ein bisschen mit Wirbel vom Hals zu halten, in Hoffnung, dass einer davon gerade schlägt. Okay, der hat nicht geschlagen. Ja, jetzt hat er geschlagen, super. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig gerade, diese Zwischenphasen abzupassen von den Punkten, wo alle dreimal nicht schlagen. Das ist praktisch unmöglich. Zumindest für mich. Gut. Ach, nein, weg. Lauf doch mal weg, Junge. Bist du nicht mal umgedreht, hast du schwerfälliger Klotz. Ich will auch wieder zurück zum Grab, weil es so schön ist. Hursch, ich töte dich irgendwann, wenn du noch weiter mal vor meiner Linse rumläufst. Ein Heiltrank. Mal wieder. Schwerter gezogen. Und ihr könnt gerne daherkommen, genau. Weil ihr gehört eigentlich zu dem Grab, nicht ich. Okay. Da! Aber natürlich. Oh. Dich, ja. Dich will ich jetzt umbringen. Oder ich laufe ein bisschen weg, weil ich dich einmal getroffen habe. Total super. Hat sich unglaublich gelohnt. Ja, wir sind einmal getroffen. Achtung. Oh. Okay, du stichst. Du schlägst. Wunderbar, einer ist tot. Endlich. Der zweite ist tot und du bist eh gleich dran, mein Freund. So, endlich. Wieder drei getötet. Mal sehen, wie viel noch drin warten. Also die Angreifer sind wirklich voll mit irgendwelchen Untoten. Das muss man durchaus mal sagen, wie ihr vielleicht schon erkennt. Rostiges Schwert, Holzschild, bla bla bla. Das ist üblich, was man halt hat. Also ist nichts Spektakuläres. Ich habe noch mindestens einen Bogenschützen da drin gesehen. Ja, hier muss ich lang.
den wir nötigenfalls relativ schnell erledigen können. Aber es war auch mindestens ein Nahkämpfer noch drin. Da sind auf jeden Fall zwei Leute. Drei Leute. Du, komm mal her. Auch weil du nur ein Bogenschütze bist. Ich weiß, du triffst mich nicht. Versuch's mal hier. Oh, wieder nicht getroffen. Naja, versuch's doch mal hier. Immer noch nicht getroffen. Das ist aber schade. Komm doch ein bisschen näher. Ja, so ist doch schön. Hast du fein gemacht. So, der nächste bitte. Ich bleib so lange hier, bis er mich nicht trifft. Oder wie er mich nicht trifft. Er trifft mich noch nicht. Das werde ich natürlich mit allen Bogenschützen machen, das ist ganz klar. So ist schön. Hallo. Zieh deine Nahkampfwaffe. Ach, kannst du gerade nicht. Oh. Hat der andere seine Nahkampfwaffe gezogen gerade? Habe ich es gerade gehört? Nein. Aber da hinten sehe ich eins, zwei Skelette noch. Aber nur eins gedacht auf mich zu. Da ist noch ein Skelett. Natürlich ist da noch ein Skelett. Hier sind ja immer tausende von Skeletten. Geh nochmal raus ins Licht, weißt du, ist doch schöner hier. Also ich sehe jetzt noch mindestens drei Skelette gerade. Mit dem einen kämpfe ich gerade. Bisschen zurück. Du stichst. Ich mach dich kaputt. Da! Ist doch ein guter Deal. Sehr schön. Dein Kran ist gleich mit. Ebenso wie ein Skelett mit irgendwelchen, ach ja, mit Bogen und so weiter, klar. Das gleiche hier nochmal. Aber hier müsst ihr auf dem Bogen rumlaufen, genau. Ja, du bist auch mal der Nächste, der Mann mit den Zweihänder dort. Da hinten habe ich noch einen weiteren gesehen, der scheinbar auch einen Zweihänder hatte. So, machen wir ein Ding. Oh! Na, vielleicht nicht so. Na, komm. Dich haben wir auch gleich. So, und das war's schon wieder mit dir. Hat doch gar nicht wehgetan. Kann dir auch gar nicht, du hast keine Nerven. Ist hier links noch jemand? Das ist so ein bisschen die Flanken sichern, bevor ich einfach so reinrenne. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Und hier ist der erste Zweihändkämpfer. Der erste. Das riecht für Müll. Hier ist auf jeden Fall ein Zweihändkämpfer. Da! Okay. Bisschen wieder in den Gang rein. Das ist wieder ein bisschen heller für euch. So, du wirbelst. Ich hau dir mal schön auf die Deckung drauf. Du machst einen großen Schlag. Das ist sehr nett von dir. Wo ich jetzt gerade ein bisschen versagt habe, was den Schlag anging. Okay. Ja, so ist doch besser. Die Kombinationen sind wirklich besser. Die ganz einfachen Kombinationen bei den Schwertern. Bei den Skeletten, meine ich. Da kann man am meisten oder am schnellsten ordentlich Schaden raushauen. Danke für deinen Zweihänder. Ich esse mal kurz zwei Fleischbrocken. Währenddessen kann sich meine Ausdauer regenerieren. Die ich gerade hauptsächlich zum Decken benutzt habe. Oh, ist hier hinten noch jemand? Nein, ich sehe keinen. Aber hier vorne ist gleich einer. Du bist ein Skelett auch, ja, tatsächlich. Mit einem Zweihänder. Und da hinten sind auf jeden Fall noch mindestens zwei andere. Jetzt müsste ich da irgendwie Waffen rumstehen. Komm, weißt du. Ein komisches Gewürmel kann doch jeder. Und ich kann sowieso viel besser. Da fliegt dir Frau Schaden ein Kopf weg. Sehr, sehr schön. Das Geile ist gleich auf der alten Position, wo der eine eben gerade stand, steht schon wieder der nächste. Das kann man gerne so weiterführen, wenn du willst. Oh, da! Ah. Hä? Ach, ein Bogenschütze. Okay. Ah, Mist. So, der ist tot. Der rostige Zweihänder ist auch mein. Und hier war irgendwo ein Bogenschütze, oder? Ein Pfeil ist auf jeden Fall hier. Hm? Und hier sieht man... Ist das eine Eiskruste oder sowas? Das ist eine Eiskruste, nein, das sind irgendwelche Balken, okay. Schön gemacht, jetzt ganz kurz für einen Bug. Aber in Gothic 3 gibt es natürlich keine Bugs, ich bitte euch. So, wer ist da hinten? Fleischschwanzen, okay. Und Skelette. Jede Menge Skelette, das ist unnormal. Hallo, kann bitte einer herkommen? Mehr als unwahrscheinlich, aber auch doch einer kommt. Zwei kommen. Drei kommen. Wahnsinn. Ja, dann kämpfe ich also auch gegen diese drei. Ich will gerade nicht dabei bleiben. Es sind wahrscheinlich insgesamt noch 10 Skelette. Das rechne ich mal damit. Okay, zwei gehen zurück.
Vielleicht kriege ich das hintere noch ein bisschen ködern. Ja. Ja, genau, so muss das sein. Dann geht das Ganze nämlich auch gleich ein bisschen schneller. Als wenn ich jetzt die ganze Zeit gegen drei Skelette kämpfe und vor den Vieh hauptsächlich. Da! Das heißt, der ist schon kaputt. Reicht direkt ein Stück Fleisch essen und das nächste Skelett anlocken. Zack, zack. Komm ins Rand, bitte! Ja, ich habe ein Schwert gehört, was gezogen wurde. Ein Zweihänder diesmal, auch in Ordnung. Wie gesagt, ich sage noch 10 Skelette an. Das eben hier war das 9. Dann ist das dementsprechend hier das... das eben war das 10. Das ist das 9. So, den Hammer. Könnte ich bitte mit Nummer 8 sprechen? Schritt für Schritt, Millimeter für Millimeter schiebe ich meine Füßchen nach vorne. Ich höre irgendjemand schon. Wunderbar. Hallo Nummer 8. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Zweihandschwert hast. Ich hätte ja eher auf ein Schild und ein Schwert getippt. Aber gut. Überraschungen sind ja auch schön. Die machen das Leben würzig. Ja. Das war eine Überraschung. Eine sehr würzig. Gut. Kannst du machen. Bringt dir aber nicht viel. Auch das bringt mir nicht viel. Ja. Wunderbar. So, die Nummer 7. Die Nummer 7, bitte. Na, Schwertchen. Höre ich da ein Katsching? Alter, sind das ein paar Schwaden da hinten? Ich höre ein Katsching. Ein neuer Zweihänder. Ja, an dir soll es nicht liegen. Hey. Weg. Und wieder rein. Sehr schön. Nummer 6. Nummer 6 soll es sein. Bist du das? Ich rechne mal damit, dass der Typ direkt vor mir gerade das Schwert sieht. Genau. Aber links und rechts sind ja auch noch irgendwie so. Der ragt die Höhle auch noch so ein bisschen rein. Wer weiß, ob da noch jemand anders sich berufen fühlt, mir den Hintern zu versohlen. Hey, Nummer 6 war ein bisschen lächerlich. Ist hier ein Trank oder sowas? Nein. Nummer 5. Na, ja, Nummer 5 hat ebenfalls ein Zweihänder, ebenso wie Nummer 4. Okay. Nummer 5 und Nummer 4 sind offenbar Brüder und wollen zusammenkämpfen. Oh, allein hat kein Zweihänder. Okay. Weg. Weg, 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 weg. Gut. Ich bleib mal ein bisschen mit dem Wirbel jetzt. Also ich werde ein bisschen den Wirbel benutzen. Ich hoffe, dass ich mit den langen Hieben doch ein bisschen mehr Schaden austeile, gerade mal, was ich auch mal ganz gut tue. Ja. Obacht. Ja. Ach, Mist. Sehr, sehr fein. Und ich esse wieder Fleisch. Hab aber dummerweise vergessen, vorher die Waffen wegzustecken. So, nochmal Fleisch. Ja, das soll so reichen. Rostiger Zweihänder, Holzschild und das andere Schwertchen nehme ich mit. Das waren Nummer 5 und Nummer 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jetzt folgt also noch Nummer 3, 2 und Nummer 1. Vielleicht ist Nummer 1 ja auch schon der liebe Einer. Sieht aber nicht so aus. Nein, 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 nein. Es sieht eher aus wie, es folgen noch 10 Gegner. Diesmal mit Schwert und Schild. Als ich meinte, es sind bestimmt 20 in so einer Höhle, war es ja fast schon gelogen. Oh! Da! Ja, ja, ja. Ah. Mal gucken, das... Ich spiele die gleich mal anders spielen. Dankeschön. Zack, zack. Zweimal Fleisch. Oder einmal Fleisch reicht erstmal. Genau, einmal Fleisch reicht doch. Guck mal. Der nächste bitte. Das war übrigens gerade Nummer 3, theoretisch. Und da hinten ist irgendjemand in einer dickeren Rüstung. Ich nehme mal an, du bist einer. Aber vorab der Herr mit dem Zweihänder. Ah, ein Bogenschütze. Guck mal ein. Den lässt sich doch mal wunderbar ins Leere laufen. Vielleicht folgt er mir ja. Je mehr Bogenschützen, desto besser, weil die kann man relativ leicht erledigen. Wie wir ja schon wissen. Ist tot. Komm mal her, du. Och, du. Ja, das mit den Bogenschützen würde natürlich passen, wenn es nicht gerade noch 20 andere Leute wären. Der Bogenschütze kommt mir hinterhergerannt. Zwei kommen mir hinterhergerannt. Das ist in Ordnung. Da kassiere ich auch gerne mal Pfeil. Das ist in Ordnung so. So.
Gut, das waren 3 Skelette, das war doch gar nicht mal schlecht. Es war trotzdem mehr als 10 Skelette insgesamt. Schade, rostiges Schwert, Skelett mit einem Bogen. Ich esse kurz ein bisschen Fleisch, bevor mich wieder weitere Skelette überraschen oder sowas. Links sehe ich einen Pfeil liegen, den ich auch ganz gern hätte. Yep, nehme ich gleich mal mit. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Und hier müsste ein weiterer Bogenschütze sein Ende gefunden haben. Da hinten ist er doch. Genau, danke dafür. Die 2 Händler nehme ich auch noch mit. So viel dürfte es aber nicht mehr sein. Okay, ich sehe noch 1, 2. Da hinten sind 2 Leute, die Fleisch an sich haben. Das ist ein bisschen seltsam. Wer ist denn der andere außer einer? Na komm. So. Danke dafür. Auch die Fleischschwanz muss sterben. Nee, ist keine Fleischschwanz, ist nur ein Stein. Also okay, der muss halt nicht sterben. Und es kommen ungefähr 1 Million Leute. Das ist sehr schön. Also kurz ein bisschen fliehen, in der Hoffnung, dass nur einer dran bleibt. Okay, es bleiben doch ein paar mehr dran. Wenn ich hier hinrenne. Okay, hört die Musik auf. Und einer kommt, mindestens ein Bogenschütze. Ach, das ist okay. Die sind immer am hartnäckigsten. Jagdgeschick plus 1, Questerfolge, Ruf des Jägers, Knochenjäger. Wenn ich also verschiedene Leute töte, also verschiedene Gattungen, sag ich mal, oder Arten, oder Gegner einfach nur, bekomme ich immer so einen Ruf des Jägers oder was? Das ist okay. Der nächste bitte. Es sind mehrere Menschen da oder sowas. Da ist einer. Skelett. Noch ein Skelett. Du bist auch ein Skelett da hinten. Du siehst recht menschlich aus, ganz normal. Na gut. Erstmal trotzdem mal ein einzelnes Skelett, bitte. Du da vorne, der gerade so angeleuchtet wird. Der hat es mir doch angetan. Okay, es sind 2. Das ist, naja, gut. 3. Das ist nicht mehr so gut. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh, wir sind wirklich nicht. Nur einer. Das ist ja doof. So, du machst deinen Schwung. Ich mache meine Schwünge. Letztendlich hast du die Hälfte des Lebens verloren und ich bin noch ganz gut dabei. Na komm, bist eh gleich tot. Machen wir uns nichts raus. Sehr, sehr schön. Danke für deinen Kram. Wahrscheinlich macht mich einer mit einem Schlag rund. So, es waren noch mindestens 2 Kämpfer, die mich gerade angehen wollten. Ah, da ist der eine, da ist auch gleich der andere. Der ist schon halb tot. Ja, der hat auch schon was abbekommen. Okay, der ist fast tot. Oh! Weg, weg, weg. Muss aufpassen. Jetzt. Okay. Du stichst. Ich bring dich um. Der nächste. Du machst irgendwas. Ich bring dich um. Gut. So. Ganzen Kram aufgesammelt. Ein bisschen die Ausdauer hier abwarten. Die sich einfach nur unglaublich langsam regeneriert. Warum? Weil wir in der Eiswüste sind. Ja, stimmt. Ich habe diese Resistenz gegen Kälte noch nicht erforscht. Oder, ja, gelernt. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. Warte mal, einer soll bitte alleine kommen. Nicht hier mit dem Skelett. Was er aber dummerweise tut. So. Im Idealfall würde ich nur den einer ganz gerne am Ende zum Schluss umbringen. Ach, einer kommt ganz langsam auf mich zu. Das ist auch in Ordnung. Komm ran, Skelett. Komm, mach dein Ding. Einer ist schon fast da, wir haben ja keine Zeit für dich. Ja. Schön. Oh Gott. Warte mal. Wir müssen mal ein bisschen weglaufen hier, mein liebes Skelett. Ach, wir können gar nicht so richtig weglaufen, weil unsere Ausdauer weg ist. Ach, das ist ja schön. Herz allerliebst. Okay, du stichst. Und ich bringe mich um. Und vor einer habe ich ein bisschen Angst offen gestanden. Guck mal kurz, was der aushält. Mhm. Vielleicht gucke ich es mal richtig. Alter. Der hält ja schon eine Menge aus. Ich stecke kurz mal den Bogen weg. Werde mal einen Happen essen. Hervorragend.
Und hier auf einer warten. Mal gucken, was der so drauf hat. Ich werde natürlich vorher mal speichern. Nicht laden. Oh Gott, nicht laden. Nicht laden. Danke. Spiel speichern. Hallo? Dankeschön. Denn den würde ich jetzt gerne mal den Zweikampf besiegen. Also im ehrlichen Nahkampf. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Spiel speichern. Ich will nichts überschreiben. Dankeschön. Wenn Gothic mich das machen lässt. Gothic, dankeschön. Habe ich die Schwerter schon gezogen? Habe ich. Na komm ran, einer. Oh, da! Gut, das, Wasser aus deiner Nase übrigens. Oh, da! Okay. Ah. Ja, ich habe mich ja wieder hervor und angestellt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge versuche ich das Ganze nochmal zu laden. Also ich werde es ganz einfach laden. Und ich kämpfe nochmal gegen einer. Bis gleich.